whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir ja eine Neuerscheinung von Tobermory. 18 Jahre alt, erschienen im Jahr 2016, abgefüllt mit den üblichen 46,3 Volumenprozenten und ja, nicht ganz günstig mit 135 Euro, aber immerhin 18 Jahre dafür alt, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Diese Flasche ist der Startpunkt einer Serie von 6 besonderen Tobermory, besonderen und älteren Tobermory Flaschen, die ja in den nächsten 3 Jahren oder die fehlenden 4 sollen in den nächsten 2 Jahren, 2017, 2018 dann erscheinen. Und das Besondere habe ich gelesen bei diesen Flaschen, ist ein kleines Heftchen mit dabei. Angeblich irgendwo. Da! So. Interessant, da ist ein Magnet auf der Seite. Ja, klack. Gut. Ein kleines Heftchen drin. Und dieses kleine Heftchen zeigt also einmal hier eine Malerei von Insel Tobermory, wo die Hafenmole mit diesen wunderschönen bunten Häusern ein bisschen Farbe in den grauen Norden bringt. Und hier ist ein kleiner Abriss hier hinten. Dieser blaue, der mit diesem blauen hier oben zusammenpasst, der zu dem blauen Haus hier auf dem Bild passt. Und wenn Sie den abreißen und 6 Stück von allen 6 Flaschen haben, dann haben Sie immerhin 800 Euro ausgegeben, schätze ich mal, weil die anderen werden vielleicht noch älter werden mit 21, 28 Jahren. Und dann würden, lassen Sie mich raten, einer kriegt die Farbe gelb und einer kriegt dann die Farbe braun oder so. Dann darf man, nein, hier sieht man es, blau, rot, grün, gelb, rot und grau werden sie werden. Und dann, wenn man die 6 hat und sie einschickt, hat man eine Chance, einen 42-jährigen Tobermory zu gewinnen. Nun, wer wird diese 6 dahin schicken? Ja, Tobermory-Sammler gibt es davon viele, eher weniger. Tobermory-Händler? Ja, Tobermory-Händler dürften das machen, aber wenn sie das abgerissen haben, dann verkaufen sich die Flaschen schlechter. Also können es nur die machen, die den Tobermory auch öffnen, so wie ich. Jemand, der irgendwo Tastings macht, ja, vielleicht auch, bloß in 3 Jahren 6 Tobermorys hat, dann fragen die Leute, ja, hast du nicht mal einen anderen, immer diese Tobermorys? Sagt er, ja, ich will aber gewinnen. Sagt, die Chance, die du hast, ist doch gering. Also ich schätze, dass ich relativ gute Chancen habe, weil ich diese 6 Flaschen oder diese 6 Heftchen am Ende entwerten werde, nur Abriss. Ne? Gut. Und die schaut also dann schon richtig toll aus. Die Flasche, die 42-jährige. Ja. Sagen Sie was über diese Flasche im Speziellen? Nein. Das Heftchen wird für alle gleich sein. Und jetzt gehen wir mal an diese 18-Jährige ran. Seitdem Tobermory mit den 46,3 Volumenprozenten abfüllt und sich auch ein bisschen mehr, Entschuldigung, Mühe bei der Auswahl der Flaschen und der Fässer macht, seitdem ist bei mir Tobermory, also ich sag mal, 30 Plätze weiter nach oben gekommen. Und Tobermory ist mit Malte, oder mit einem Gründungsjahr von 1798 schon ein Alter, der ist halt schon draußen auf den Inseln, wo die Gerichtsbarkeit nicht so da war. Aha, in der Nase. Leicht und frisch und floral. Mit Honig, Getreidenoten, Malzzucker, Vanille und weißem Pfeffer. Leichte Holzwürze und ein Hauch von Eukalyptus. Im Geschmack süß und floral. Im Start und dann ein weicher Körper mit mehr Eiche und Seesalz, salzigem Seecharakter, so ist richtig, mit Maple Syrup, also Ahornsirupnoten.
im Finnisch Sweet Licorice, das ist Lakritz, süße Lakritze oder Süßholzsaft mit Zimt. Gekocht mit Apfel und einem Hauch von wilder Minze. Ja, warum ist er so hell? Nun, das ist ein Ex-Bourbon-Fass oder wurde aus Ex-Bourbon-Fässern abgefüllt. Wo geht's auf? Hier geht's auf. So ein bisschen Eukalyptus war da schon dran. 46,3, der hat jetzt ein bisschen mehr als so der normale mit 40, 43 Volumenprozenten. Darf er dann auch haben, wenn Whisky älter wird, dann wird er ja von Natur aus milder und weicher, weil die scharfen Bestandteile anfangen zu oxidieren. Und dann darf er auch ein bisschen mehr Alkohol haben, dann drückt er ein bisschen nicht ins Gehirn, auf die Geschmacksnerven. Jo, das ist doch mal ganz was anderes. Ein leichter Inselcharakter, ein leichter Seewind, eine Brise und dazu diese Eukalyptusbonbons. Ja, jetzt nicht so schlimm, ne? So leicht, ne? Kühlend. Könnte vielleicht auch von dem 46,3 Volumenprozenten Alkohol kommen. Bisschen Honig, ja. Vanille auf jeden Fall. Floral. Aber vom Aroma schon schwerer. Auch wenn hier floral und leicht und süß und so. Nee, der hat schon 18 Jahre, der hat schon Druck. Und vor allem dann Inselwhisky hat er sowieso. Ja, sehr schönes Aroma. Jetzt hau die Eiche rein. Jo. Aber nicht bitter. Deutliche Eichenwürze. Süßlich. Und dann sagen die Akazienhonig, ja, kann ich zustimmen. So weich ist er im Mund nicht. Es prickelt und ist würzig. Ja. Und im Abgang tatsächlich so ein bisschen der Zimt und das Apfelkompott. Jo. Lakritze habe ich jetzt noch nicht. Und die Minze habe ich auch nicht. Aber dafür den Eukalyptus. Guter Hustensaft. Ha! Niemals einen Alkohol mit irgendetwas gesundheitlich Positiven in Verbindung bringen. Das geht gar nicht. Nach unseren Health Claim Verordnung der EU. Ein wundervoller, ja, atypischer Geruch. Weil neben diesem vollen Inselwhisky kommt diese leichte, kühlende Eukalyptusnote obendrauf. Ja. Oh, voller Druck im Mund. Schwer. Schön. Ja. Da ist er dann wieder typisch, Tobermory. Ja, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tja, der erste sieht so aus, als ob man die jetzt schon gut sammeln könnte. Wie es damit dann weitergeht? Ob die anderen auch so gut sind? Ich vermute mal schon. Werden wir sehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie uns im Shopsystem nach. Die Anzahl dieser Flaschen wird begrenzt sein. Wie lange wir den haben werden, weiß ich nicht. 135 € für eine 18-jährige Flasche ist schon eine Ansage. Allerdings sind 18-jährige Flaschen in der Vergangenheit relativ teuer geworden. Allerdings findet man 18-jährige Flaschen auch für den halben Preis. Müssen sich überlegen, ob Tobermory Ihnen so viel wert ist. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.